Einige der Konsolen sind noch aktiv. So, was labert der ganze Mann nicht? Ich ignoriere dich schon die ganze Zeit, weil du mir ziemlich hart auf den Sack gehst. Was haben wir denn hier? Ist ein Problem, kommt, nehmen wir es Aufzug hinauf zum Kontroll, was zum Energie wurde ausgeschaltet. Warte, ich verschaffe euch Zugang hier entlang, Champion, bla bla. Wenn wir raus mit welchen Aufzug steuern, können wir die Energie umleiten und er läuft wieder. Okay, cool. Ja, ich bin komplett bei dir, Bro. Ist ja eine Weile her, dass wir hier waren. Ich glaube, ich habe diese Dungeon 2-3 Mal betreten in meinem ganzen Leben und danach nie wieder. Weil ich auch, ehrlich gesagt, diese Dungeon nie gemocht habe. Gerade in Heroischen war sie, glaube ich, so viel ich weiß, gar nicht mal so einfach. Weil man irgendwie... War da nicht irgendwie so ein krasser Erfolg, den die meisten hier machen wollten? Und dann ging das komplett immer in die Hose, wenn man das probiert hat. Also ich erinnere mich, dass wir, glaube ich, mal einmal Heroisch hier reingelaufen sind. Aber das war Katastrophe. Das war nicht meine Ruhmzeit, ne? Da muss man auch sagen, da war ich noch ein sehr unerfahrener Schurke. Heutzutage sieht das ein bisschen besser aus. Das war, glaube ich, um so eine kleine Anekdote daraus zu stricken. Es war die Zeit, wo ich auch von Kampfschurke rüber zum Meuchelschurken gegangen bin. Ich hatte ja erzählt, dass ich ja bis Wrath of the Lich King wirklich ein überzeugender Anhänger des Kampfschurken-Daseins war, weil ich diese Skillung recht cool fand. Aber danach, ich weiß nicht, also für mich haben sie es wirklich dann verkackt. Also mit Kataklysm. Gerade, dass sie dann für alle Waffen ein einheitliches Waffentempo gedroppt haben. Sprich, das bedeutete, damals noch im Wrath gab es schnelle Schwerter, langsame Schwerter, die du dann dementsprechend dann für die jeweiligen Klassen aussortieren konntest. Das heißt, die schnellen Waffen haben zum Beispiel Schurken bekommen, wenn es noch die richtigen Werte haben. Oder sie konnten auch langsame Schwerter benutzen. Normalerweise, um es grundsätzlich zu sagen, so diese schnellen Schwerter, die hatten so ein Tempo von 1,8, also quasi so wie unsere Dolche. Und die waren dann halt richtig gut für einen Tank, weil sie dadurch schnell schlagen konnten und schnell Aggro aufbauen konnten. Und auch für Schurken, wenn das halt die Beweglichkeitswerte drauf hatte. Das heißt, du konntest wirklich so ein, wie Zorro sagen würde, zwei Schwerter-Stil machen, wo du in deiner Haupthand ein langsames Schwert hattest und in dem Nebenhand ein schnelles Schwert. Das ging gar nicht mehr. Du hattest wirklich nur noch ein einheitliches System. Das hieß, jedes Schwert, egal welches Schwert, hatte immer ein Tempo von, weiß nicht, 2,6 oder so, 2,4, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Was? Rekalibrieren? Achso, ich muss das andere wahrscheinlich als erstes machen. Ja, und das war ja total Katastrophe. Also ich fand das war so meines Erachtens nach der Untergang. Wieso geht das nicht? Achso, ich muss rekalibrieren. Ja, ich bin gerade ein bisschen mehr im Monolog als wirklich was anderes machen. Und das fand ich ja richtig Katastrophe. Also das war so der Untergang für mich, für den Kampfschurken. Das war dann der Moment, wo ich mir dann gesagt habe, okay, nee, gebe ich mir nicht mehr, ich wechsle jetzt zum Meuchelschurken, weil alles, was ich so an den Kampfschurken geil gefunden habe, ist damit quasi für mich gestorben. Weil man konnte nicht mehr zwei langsame Waffen tragen, das war nicht mehr tragbar. Also da war jetzt wirklich so der Trend, dass du dann einen Dolch hattest und ich bin kein Fan von sowas. Also das hat so ein bisschen meine Klassenfantasie gestört, weswegen ich dann wirklich komplett abgedriftet bin und dann was anderes gemacht habe. Man muss sagen, ist zwar cool, mittlerweile jetzt wieder mit Legion, dass der Kampfschurke oder wie er jetzt heißt, der Gesetzlosigkeitsschurke, einigermaßen wieder cool ist und wieder so ein bisschen Fame, aber ja, gut. Kann man so sehen, kann man auch nicht so sehen. Was soll ich jetzt machen? Leitet die Energie zu den Aufzügen um. Hab ich doch, oder? Oder hab ich's nicht gemacht? Ich glaube, ich muss alle treffen, sozusagen, ne? Das ist jetzt der Moment, wo ich, glaube ich, Magni hätte nicht ignorieren sollen. Dann hätte er mir vielleicht nochmal so die geilen Tipps der Tipps gegeben. Ich räume erstmal hier alles auf. Ich denke mal, das ist doch so erstmal der Schritt, den man am besten machen sollte. Erstmal alles hier zerstören. Und danach kann man sich ja immer noch mit damit beschäftigen, was man jetzt komplett hier machen soll. Soviel ich weiß, wenn ich es richtig verstanden habe, um jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen, wir sind ein bisschen abgedriftet, sollen wir wahrscheinlich alle diese komischen Energieteile müssen jetzt leuchten. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal nur so eine Viererkette. Ich brauche aber, dass alle leuchten. Aber ich denke mir das mal so. Ich würde mal vermuten, dass das dann so der richtige Weg wäre, um das Ganze dann so anzugreifen.
Von daher sollten wir jetzt mal versuchen, gleich so das Rätsel zu lösen. Also, ich weiß nicht, ob wir da irgendwo noch irgendwelche Kontrollsteuerungen da betätigen können oder ob das jetzt der, ob es so weit war. Aber gut. So, löten wir den erstmal, gucken wir nochmal. Neuerschaffung? Schön. Ein, zwei Schritte zurück. Da lässt man lieber die Finger von. Okay. Hieß das, ist das jetzt ein Ja zu, wir machen das, oder ist das jetzt ein Nein, wir machen das nicht? Okay. Klang jetzt so nach dem Motto, will er nicht. Okay, gut. Gehen wir erstmal. Also ich kann hier was. Ah, okay. Okay. Warte mal. Ja, ich hab was. So, jetzt beschießen sie sich gegenseitig, okay? Was ist, wenn ich das jetzt so mache? Wo kommt der Strahl hin? Der Strahl geht nach da. Aha. Aha. Ich probier's mal nach da. Was passiert, wenn ich ihn nach da schieße? Weil das ist ja der Strahl, der dreht sich. Jetzt habe ich's auch gecheckt, so. Mittlerweile. Was jetzt hier so abgeht. Aber er sagte ja, wir sollen den Aufzug aufpowern. Das ist ja die Verteidigungsmatrix. Keine Ahnung. Vielleicht muss man auch alle verschiedenen Sachen aktivieren. Deswegen fangen wir mal damit an. Steuert die Energieversorgung der Verteidigungsmatrix in der Stunde. Ja, doch. Ich bin wenigstens jetzt auf den richtigen Dampfer. Ich muss jetzt gucken, wo der Aufzug ist. Leitet die Energie zu den Aufzügen um. Das habe ich ja jetzt verstanden. Ich muss nur noch mal wissen, wo die Scheiße ist. So, ist das der Aufzug? Da hinten? Wird's mich nicht durchkämpfen, wenn ich nicht weiß, ob da. Ich guck mir das erstmal an hier. Ist das der Aufzug? Das ist Sicherheit. Ah, okay, deswegen sollen wir die ganze Scheiße auch durchlesen. Weil dann würden wir auch wahrscheinlich checken, was hier abgeht. Gut, aber macht's ja nichts. Dann gehen wir trotzdem mal erstmal vor und räumen hier die ganze Scheiße auf. Das heißt, ich muss wahrscheinlich jetzt nochmal kurz wieder rüber und gucken, ob da irgendwie. Das klingt doch gut. Anhöhe des Schöpfers. Das klingt doch irgendwie so nach einer Treppe irgendwo hin. Waffenarchiv Norganon? Dort müssen all die Diagnosedaten der Schmiede gespeichert sein. Magni, das ist jetzt nicht wirklich hilfreich. Also kannst du mir bitte einfach eine Ja-Nein sagen? Oder vielleicht, ob das jetzt zu. Ich lese es mir einfach selbst durch. Beschädigt worden zu sein und ist aktuell nicht funktionsfähig. Es ist noch nicht mal funktionsfähig. Ja, gut. Damit hat sich die Frage ja selbst erledigt, so. Ich denke mal, Anhöhe des Schöpfers ist das, was wir brauchen. Bin ich mir 100% fest überzeugt. Das andere war ja, hat er gesagt, sollen wir nicht antatschen? Warte, hier gibt es 4 Stück, ja. Das nicht antatschen, das ist es nicht. Das funktioniert nicht. Dann muss es ja theoretisch nur das hier sein. Ich gucke mir das nochmal an. Das muss ja irgendwo in den Text stehen, wofür das gut ist. Das klingt irgendwie so, als wären wir hier richtig. So. Diese steuert die Energieversorgung für den Aufzug in die Anhöhe des Dingensbummeskirchen. Ja gut, das ist, mehr wollte ich nicht wissen. Hätten wir uns den gesamten, hätten wir uns den gesamten Raum sparen können. Hätten wir hier eigentlich den ersten Zwischenraum klären können, durchschleichen, Energie umleiten und fertig. Gut, im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Okay, wie machen wir das? Also ich würde mal sagen, das muss hier nach rechts. Jo, das sieht gut aus. Und das muss jetzt erstmal wieder darüber. Nee. Nee. Das ist gut. Das gefällt mir. Und jetzt ballern wir das eine hier rüber. Na, noch nicht ganz. Jo, jetzt sind wir wieder dabei. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Jetzt haben wir das hier. Jetzt haben wir den Schinken hier. So. Na, jetzt müsste der darüber. Yo, der ist schon gepowert. Das ist ganz geil. Das heißt, der muss hier hin und der dahin. Und dann sind wir hier durch. Magni, siehst du? Bratan, ich kann auch selber Quick Muffs. Das ist kein Problem für mich. So ganz dumm bin ich nicht, wenn ich mal mehr aufpassen würde, was in meiner Umgebung passiert. Das sollte reichen. Okay, cool. Fleischverfluchter. Euresgleichen sind des Titanengeschenks unwürdig. Sagt derjenige, von dem ich noch nicht mal weiß, wie der heißt. Bro, du wirst genauso sterben, wie du angekommen bist. Unbekannt. Status unbekannt. Ich kenne dich nicht. Muss man euch kennen? Seid ihr irgendwelche coolen Dudes? Habt ihr beim Schutz der Titanenwerke versagt? Okay. Jetzt werdet ihr brennen. Allmählich.
Ermüdet mich diese List. Aha. Oh! Bla 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 bla. Seht den Antlitz des Untergangs eurer Welt. Ja, okay. Bruder, muss los. I'm about to head out. Oh. Seid ihr da? Oh, dachte schon, wir hätten euch verloren. Wenn Ensofts Diener in der Schmiede sind, ist das hier schlimmer, als wir dachten. Ja. Sag was. Kommt schon. Sag an, Bro. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das dann schlimm ist. Krass, dass jetzt Ensoft mit uns persönlich redet. Wobei man sagen muss natürlich, dass er eigentlich, dass wir sein Champion gar nicht mehr sind, ne? Denn es gab ja, wie gesagt, in dieser, war das 8.2.5 oder war das 8.2, wo wir das Geschenk von Ensoft bekommen haben. Und je nachdem, wie du Bock hattest, konntest du das Geschenk entweder akzeptieren und behalten. Oder du hast es dann abgelehnt und entfernen lassen. Nichtsdestotrotz bezeichnet er uns weiterhin als Champion. Ich weiß nicht, ob das dein Untergang sein wird. Also eigentlich theoretisch will ich von dir nichts. Ne? Das ist so wie wenn ein Junge versucht, ein Mädchen klar zu machen, aber sie will nichts von ihm. Das endet nur in Freundschaft. Da gibt's kein Freundschaft Plus oder Netflix und Chill oder Disney Plus und sie lutscht die Nuss. Gibt's nichts davon. Passiert nicht. Das wird nie passieren, Mann. Wir werden niemals Freunde werden. Du wirst noch am Ende sterben, mein Freundchen. So, wohin? Der Aufzug funktioniert auf dem... Ah, dritten Stock. Sehr gut. Diese Zuhören. Kommunikation, Magni, das ist unser Erfolg. Wir werden noch weit kommen, mein Freundchen. Wir werden noch weit kommen. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, du hast mich gerade ins Nichts geführt. Aber hier sind wir doch richtig, oder? Klingt so danach. Wir sind da. Ich kontaktiere die Herzkammer. Jo, klär mal, Bruder, klär mal. Ich warte hier so lange, bis vielleicht kommen gleich noch ein paar Diener Nesovs. Verbindung aufgebaut. Bitte Eliminierung der Feindeinheit dieser Stadt. Erledigt. Aber Ensof hat die Schmiede ordentlich ramponiert. Verstanden. Systemneustart erfordert Aktivierung der Energieschnittstellen. Ach so, ja, Energieschaltpulver, ja, natürlich. Erstmal hier öffnen. Wie die guten alten T-Com-Supporter sagen würde, haben Sie versucht, das Gerät wieder ein- und auszuschalten? Nee, habe ich nicht. Probieren wir mal. Ich versuche das Gerät wieder neu ein- und auszuschalten. Ja, gut. Das hat nie funktioniert. Einfach ein- und ausschalten, das hat nie funktioniert. Das sagt uns gerade auch Mutter, es funktioniert nie. So, was ist denn das dann das Problem? Empfange Signalfehler, kann nicht auf Hauptenergieleitung zugreifen. Direktschaltung zur Herzkammer nötig, verbinde die Hauptkonsole mit dem Herz von Azor. Klingt so, als wäre es ein tiefgreifenderes Problem. Muss man direkt den richtigen Tech-Support von T-Com beantragen. Ach, oder ich mach's einfach selber, ne? Selbst ist der Mann. Das ist echt, damit kann ich leben. Das ist wirklich sehr, sehr 1:1 aufs echte Leben übertragen. Und wenn der Support verkackt, macht man's einfach selber. 37%? Das reicht doch nie aus, um Azeroth zu schützen. Bestätigt. Zusätzliche Energiequellen erforderlich. Leite Abfrage geeigneter Alternativen ein. Bitte warten. Unsere Arbeit ist hier wohl noch nicht getan, Champion. So reicht das immer noch nicht. Ja, okay, gut. 37%, das ist ja noch nicht mal die Hälfte. Das ist natürlich ziemlich wenig. Wir haben die Schmiede zurück. Doch Nesov konnte bereits ihre Systeme beschädigen. Es steht uns wohl noch einiges an Arbeit bevor. Wir müssen wohl einen Moment warten, während Mutter herausfindet, was wir mit der Schmiede anstellen sollen. In der Zwischenzeit sollten wir sicherstellen, dass hier niemand noch mehr Schaden verursacht. Ihr solltet mit dem Tolvian Ramkahan sprechen. Ihr habt ihnen doch früher schon mal geholfen. Also können sie vielleicht diesmal uns dabei helfen, die Schmiede nicht in die falschen Hände fallen zu lassen. Ich gehe zur Kammer zurück und plane unseren nächsten Schritt. Wir können die Schmiede nicht nochmal verlieren. Setzt alles daran, sie zu schützen.
Ja, geil. Ich finde es ja immer geil. Achso, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, ich wäre ausgerastet, wenn du mir nicht eine Teleportationsmöglichkeit gegeben hättest. Dann wäre ich richtig wütend geworden, Magni. Also hier, immer die ganze Zeit wie Son Goku, die sofortige Teleportation, diese Fähigkeit musst du mich auflernen. Teach me your ways, man. Aber schön, ja, also wie gesagt, also man sieht es ja, dass es sehr in diese Schiene geht, von der ich ja gerade gesprochen hatte, dass wir so ein bisschen die alten Altlasten aus Kataklysmen wieder so ein bisschen ausgraben und benutzen, um diesen Plot hier ein bisschen voranzutreiben. Dass wir jetzt halt, wie er gesagt hat, wir sollen zum König gehen und dadurch, dass wir ihnen ja damals mit deren ganzen Scheißproblem geholfen haben, wären sie wahrscheinlich in der Lage, uns ja auch zu helfen. So nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Wir haben ja ihnen geholfen. Was haben wir dafür verlangt? Nichts. Außer Ausrüstungsgegenstände mit irgendeiner Stufe von irgendwas. Aber das war ja nur so ein minimaler Aufwandsentschädigung dafür, was wir ihnen hier wirklich gegeben haben. Das Land von der Ungerechtigkeit gesäubert. Ich finde, das ist ein kleiner Preis, wenn man hier nur so ein paar Gegenstände bekommt, die man sowieso in der nächsten Dungeon wieder ausgetauscht hat. Deswegen finde ich es ja, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Also das so ein bisschen Altlasten. Also ich würde es mir zwar nicht wünschen, dass es jedes Mal so ist, dass jedes Mal, wenn ein Patch rauskommt, irgendein altes Gebiet wieder so, keine Ahnung, man könnte sich vorstellen, als ob bei Blizzard so ein Roulette steht. Oh, welches Gebiet sollten wir wieder verwenden? Drehen wir mal das Roulette. Ah, okay, jetzt sollen wir wieder Tiefenheim ausbauen. Ja gut, dann setzen wir uns natürlich ran. Das Schicksal hat es entschieden. Aber so zwischendurch, ab und an mal, finde ich das gar nicht so schlecht, wenn so aus alten Erweiterungen irgendwas wieder aufgegriffen wird und das wieder so in den aktuellen Stand geholt wird. Ihr seid hier nicht willkommen. Wir sind unbewaffnet und erbitten nur eine Audienz. Mir scheint, ihr seid nicht die Einzigen. Ja, ich war als erstes da. Na okay, du warst als erstes da, aber ich habe hier den Hö I have the high ground, also lass mich mal als erstes ran. Wie kann Willkommen in das Uldum, Schurke. Ich wünschte, die Begrüßung könnte herzlicher ausfallen, aber leider befindet sich mein Volk erneut in einer recht fatalen Lage. Bra, echt? Bra, ich verlasse dich drei Erweiterungen und jetzt rastest du schon wieder mit Problemen aus. Ach. Wir wünschen Unterstützung bei der Verteidigung der Schmiede des Ursprungs. Da scheinen wir dasselbe Ziel zu verfolgen. Die Halle des Ursprungs sind nun ein kleiner Teil der gesamten Schmiede. Jede Bedrohung für Uldum wäre auch eine potenzielle Bedrohung für die Schmiede. Und Uldum sieht sich in letzter Zeit vielen neuen Feinden gegenüber. Wir wollten uns gerade mit den Hohen Rat treffen, als die Wüstenwanderer un unerwartet aufkreuzen. Vielleicht könntet ihr mit uns diese neue Bedrohung untersuchen. So lebt denn wohl.